Hallo Leute, die politische Rechte fährt im Augenblick eine Riesenkampagne gegen den UN-Migrationspakt. Da werden Behauptungen aufgestellt, die es wert sind, dass man sich die mal genauer anguckt. Sie sagen, dieser Pakt, der von den 194 UN-Mitgliedstaaten derzeit verhandelt wird und im Dezember abgeschlossen werden soll, würde die Souveränität der Unterzeichnerstaaten und natürlich zuallererst die von Deutschland beeinträchtigen. Ehrlich gesagt, das ist absolut dummes Zeug. Dieser Vertrag, und das kritisieren wir als Linke, ist eigentlich nicht mehr als eine unverbindliche Absichtserklärung der Länder, die ihn unterzeichnen. Was steht denn nun wirklich drin in diesem Vertrag? Im Wesentlichen handelt es sich um ein Dokument, das bereits bestehende Rechte von Menschen, also Menschenrechte, auch auf Migrantinnen und Migranten anwenden lässt. Da Menschenrechte universell sind, also überall und für jeden und jede gelten sollten, bedeutet es, wenn man das kritisiert, dass man das ganze Konstrukt der Menschenrechte in Frage stellt. Was bitte spricht eigentlich dagegen, dass Kinder von Migrantinnen und Migranten auch das Recht auf Bildung zugestanden bekommen? Was bitte spricht eigentlich dagegen, dass Menschen, die warum auch immer irgendwohin ausgewandert sind, auch das Recht zugestanden bekommen, Zugang zum Gesundheitswesen zu erhalten? Und was bitte spricht dagegen, dass die Staaten sich vereinbaren, dass Menschen das Recht darauf haben sollen, Papiere zu besitzen, die ihre Identität belegen? Auf der anderen Seite höre ich doch immer, wie die Rechten klagen, dass so viele Menschen ohne Papiere hier ankommen. Und was für mich das Wichtigste ist, es geht auch um den Schutz vor Ausbeutung und um die Anwendung von Arbeiter- und Arbeiterinnenrechten auch auf Migrantinnen und Migranten. Also das wäre auch etwas, was hier für Deutschland wichtig wäre. Denn auch hier leben viele Migrantinnen und Migranten, insbesondere aus den EU-Mitgliedsländern, aus Osteuropa und Südosteuropa, die unter entsetzlichsten Bedingungen ausgebeutet werden, zum Beispiel in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft und so weiter. Wenn die das gleiche Recht haben, sich zu organisieren und an gewerkschaftlichen Kämpfen teilzunehmen, wäre da schon sehr, sehr viel gewonnen. Man muss sie jetzt nur noch ermutigen, das auch zu tun und gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist: Dieser Pakt hat leider zu wenig drin über die Bekämpfung von Flucht- und Migrationsursachen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir von links gar nicht scharf genug kritisieren können. Wir brauchen eine Bekämpfung des Klimawandels, damit nicht mehr die Felder in Afrika versteppen. Wir brauchen einen Stopp der Rüstungsexporte, wir brauchen ein Ende der Interventionskriege in aller Welt, damit Menschen eben nicht mehr gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen und anderswo ihr Glück zu suchen.